Heyo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier gerade im Veldale-Wald. Auch wenn ich hier eigentlich gerade gar nicht hin wollte, aber ich habe hier halt gestartet. Ja, ich war ein bisschen fleißig in letzter Zeit. Ich habe über 10.000 Lichter gesammelt. Allerdings interessiert uns das heute nicht, da wir zum Jorvik-Stall fahren, um dort. Oh, wieso ist mein Pferd nicht verpflegt? Habe ich vergessen, Stallhilfe zu kaufen? Anscheinend schon. Okay. Ja, wir fahren zum Jorvik-Stall, um dort ein zeitlich begrenztes. Ah, nee, nicht zum Jorvik-Stall, zur Reitarena, Entschuldigung. Um dort ein zeitlich begrenztes Rennen zu machen. Ich muss mal kurz was trinken. Könnt ihr gerne auch machen. Trinken ist wichtig. Ja, hier ist nämlich ein zeitlich begrenztes Rennen, das ich bisher noch nicht gemacht habe, das auch nur bis April bleibt. Ich weiß gar nicht, wie lange. Aber ja. Hallo Tilda, hast du Lust, ein Springreitrennen auszuprobieren, bei dem meine neuen Wettbewerbsregeln gelten? Okay. Du hast bestimmt schon an vielen Springreitrennen auf Jorvik teilgenommen. Nice. Gibt auch nicht wirklich was anderes. Und vielleicht hat es dich überrascht, wie wenig, naja, wie wenig Regeln es gibt. Naja, die Regel ist, komm übers Hindernis oder lauf drumherum. Ich fand, es ist höchste Zeit, das Springreiten ernsthafter anzugehen. Überall auf der Welt gibt es Strafpunkte dafür, wenn das Pferd Stangen abwirft oder ein Hindernis verweigert. Ich habe eine Strecke entworfen, auf der man mit diesen Regeln trainieren kann. Ich habe ganz wunderschöne Hindernisse dabei, damit es ein erhabenes Erlebnis wird. Ich erkläre dir kurz die Regeln. Wenn du eine Stange abwirfst, bekommst du 4 Strafpunkte. Wenn dein Pferd einen Sprung verweigert, bekommst du noch einmal 4. Die Zeit spielt auch eine Rolle. Es gibt ein Zeitlimit für die Strecke. Wenn du länger brauchst, bekommst du für jede zusätzliche Sekunde einen Strafpunkt. Das Ziel ist es, die Strecke so schnell wie möglich abzubereiten, ohne Strafpunkte zu bekommen. Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil mein Pferd absolut nicht verpflegt ist und es dem nicht gut geht. Gibt es hier irgendwo eine Tierärztin? Oder muss ich jetzt wirklich bis nach oben reiten? Na egal. Sprich mit mir, wenn du es probieren willst. Ich freue mich darauf, Jorvik die neuen Regeln näher zu bringen. Was steht denn hier? Willst du die Regeln für das Springreiten nachlesen? Ja. 4 Punkte, verweigern 4 Punkte, okay. Kommen wir jetzt wieder, okay. Mehr Regeln gibt es also wirklich nicht. Gut, dann gehe ich mal kurz zur nächsten Tierärztin und verpflege mein Pferd, weil das geht ja so nicht. So, ich war jetzt gerade mal so frei und bin einfach zum Reitsportfestival gegangen und habe mich da darum gekümmert, dank Hutch. Ich brauche ja nur 10 Marken abzugeben und dann kann ich das machen. Hallo Sia, nochmal. Bist du bereit? Super, los geht's. 500 Pferdeerfahrung. Ja, irgendwie ein bisschen schade, weil das da schon ausgelevelt ist. Aber egal. Schließ die Rennstrecke ab, so schnell du kannst und mit so wenig Fehlern wie möglich. Es gibt 4 Arten von Fehlern: Hindernis abwerfen, Zeit überschreiten, verweigern, Hufe im Wasser, jedes Mal 4 Fehler. Wieso ist Hufe im Wasser ausgegraut? Rennen starten. Okay, ja, dann gucken wir mal. Oh, ich mag dieses Leuchten am Boden tatsächlich sehr. Mal gucken, ob wir es mit 0 Fehlerpunkten schaffen. Ich mag das Set tatsächlich ganz gerne. Also das mit den Schmetterlingen und so finde ich richtig hübsch. Ich wünsche mir davon irgendwie gerade ein Set fürs Pferd. Ja, das nenne ich doch mal fehlerfrei geritten. Wir haben ja keinen einzigen Fehler gehabt. Perfekt, würde ich mal sagen. Wir sind hier perfekt geritten. Wenn mein Pferd in einer schlechteren Verfassung gewesen, hätten wir wahrscheinlich eine Zeitüberschreitung gehabt. Aber ja. Und wie fandest du es? Es hat Spaß gemacht, dir und deinem Pferd bei dieser Herausforderung zuzusehen. Komm jederzeit wieder und teste meine Strecke noch einmal. Ich bleibe nicht allzu lange hier, aber ich hoffe, du kommst möglichst oft vorbei, um ein Springreiten zu erleben. Ja, war auf jeden Fall ein hübsches Rennen, ganz schick. Kann auch tatsächlich gerne dauerhaft drin bleiben. Also hätte ich persönlich jetzt nichts dagegen. Ist das da in der Dings gewesen? Ja, oder? Ja, das ist da drin gewesen. Hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn es dauerhaft drin bleibt. Wir werden jetzt auch direkt mal zu. Oh, weiß ich gar nicht. Wir gehen zu Steves Farm und lernen dort das Longieren kennen. Das Longieren ist ja jetzt
seit einer ganzen Weile schon drin, tatsächlich. Also fest drin. Das kam ja letztes Jahr mit dem Camp Western rein. Und ja, da ist das ist jetzt soweit, dass es tatsächlich dauerhaft drin bleibt. Und dann gucken wir mal hier bei der lieben, wie heißt sie nochmal, Maeve? Wird sie so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Hallo. Hallöchen, Tilda. Hast du Lust, das Longieren auszuprobieren? Damit trainierst du Little Sister und stärkst gleichzeitig eure Bindung. Manchmal mache ich das vor dem eigentlichen Training, damit mein Pferd sich aufwärmen und überschüssige Energie abbauen kann. Was das Training angeht, kann es tatsächlich auch eine Alternative zum Reiten sein. Das Führen an der Longe wird oft für junge Pferde eingesetzt, damit sie Muskeln aufbauen und lernen, Hinweise und Kommandos zu verstehen, ehe sie zum ersten Mal geritten werden. Pferde laufen nicht auf einmal auf wunderbare Weise im Kreis um uns herum. Oh nein, wir müssen ihnen die richtigen Hinweise geben, damit sie wissen, was wir von ihnen erwarten. Wenn wir wollen, dass sie die Gangart wechseln, müssen wir sie dazu auffordern. Wenn wir wollen, dass sie den Radius ihrer Runde vergrößern, geben wir etwas Longe nach und signalisieren ihnen mit unserer Stimme und Körpersprache, dass sie den Abstand zu uns etwas vergrößern sollen. Möchtest du es versuchen? Ja. Ich kenne das zwar schon, wir haben es letztes Jahr auch gehabt, aber gut. Du kannst deinem Pferd Hinweise geben, indem du diese Schaltflächen antippst, WASD und Pfeiltasten. Fangen wir damit an, dass du dein Pferd dazu aufforderst, in den Schritt zu wechseln. Na hopp, Madame. Gut, gut gemacht. Dein Pferd hört hervorragend auf dich. Jetzt vergrößere den Zirkel etwas, indem du mehr Longe nachgibst. Einmal rausschicken. Jo, gell, du feines Pferdchen. Okay, wunderbar. Jetzt sollte dein Pferd zum Trab wechseln. Tipp, 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 tipp. Gib noch mehr Longe nach, damit Lissister den Zirkel vergrößert. Das läuft super. Okay, oh, hast du das gesehen? Es ist ganz normal, dass ein Pferd versucht, die Gangart zu wechseln oder seine Runden ein wenig zu verändern. Das erinnert uns daran, dass wir beim Longieren konzentriert bleiben müssen. Wir müssen genug Hinweise geben, damit das Pferd weiß, was zu tun ist. Sonst kann es passieren, dass es einfach stehen bleibt. So, dann versuch doch nochmal, dein Pferd zurück in den Trab zu bringen, ja? Und im Trab. Ich muss aber sagen, es sieht wirklich sehr schön aus mit der Umgebung hier. Stehe ich total drauf. Du und Little Sister arbeiten wunderbar zusammen. Lass uns doch den Zirkel etwas verkleinern und dein Pferd soll wieder Schritt gehen. So, rein. Und dann gehen wir wieder in den Schritt. Fein. Du bist ein Naturtalent. Das sollte fürs Erste reichen. Aber vergiss nicht, Little Sister ein Leckerli zu geben für die gute Arbeit. Ja, das ist das Longieren. Das können wir an verschiedenen Stellen im Spiel machen. Ja, einmal hier, dann einmal an der Starshine Range und einmal bei der Baroness-Reitstrecke. Ich werde die Quest aber nur einmal aufnehmen, weil es macht ja keinen Sinn, das dreimal zu haben. Das lief gut, was? Wenn du dein Pferd mal wieder in eine Longe führen willst, komm zu mir. Solche gelungenen Trainingseinheiten mit der Longe machen dein Pferd fitter und stärken die Verbindung zwischen euch. Du darfst dein Pferd hier auch gerne longieren, wenn ich nicht da bin. Die nötige Ausrüstung dafür findest du hinter mir. Genau, man kann sein Pferd hier jetzt longieren. Das gibt auch 50 Pferdeerfahrungspunkte, wenn man das bei ihr macht. Ja, ich mach's jetzt nicht nochmal. Wir sind jetzt bei 11 Minuten. Wir kommen beim Railday-Championat. Lol. Warum können wir an der Baroness-Reitstrecke die Quest für das Railday-Championat machen? Ah, okay, das ist verbuggt. Okay. Ja. Gemeinsame Koppelrequisiten haben wir noch. Das können wir noch machen. Wie ihr seht, habe ich leider die Hauptquest immer noch nicht. Das hier ist vom Reitsportfestival, das ist egal. Longieren mache ich später außerhalb von der Aufnahme nochmal. Das müssen wir jetzt nicht nochmal gucken. Würde ich einfach sagen, wir gehen einmal die Koppelrequisiten abholen in Moorland. Dann ist das nämlich auch erledigt. Dann kann ich die Quest nämlich auch als erledigt abbuchen. Gut.
Ja, Linda ignorieren, das ist vom Reitsportfestival. Das hat nichts mit der Hauptsache zu tun. Vielen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ich habe mit dem Reitclub gesprochen und die Bobcats sind sich einig. Du darfst deine eigenen Koppeldesigns entwerfen und Freundinnen, die dir helfen, sind willkommen. Jetzt, wo du Stacy geöffnet hast, könntest du die Koppel auch doch einmal nach deinen Wünschen gestalten. Oder vielleicht sogar zusammen mit Freundinnen. Ja, genau, das kann man jetzt mittlerweile machen. Man kann die Koppel nach seinen Wünschen gestalten, wenn man mit denen in einer Gruppe ist. Ich weiß gar nicht, wo geht das? Hast du herausgefunden, wie das Design der Koppel ändern kann? Die nächste ist hier direkt in die Ecke, aber du kannst auf jeder Koppel ausprobieren. Ja, man kann halt das Koppeldesign ändern. Hier. Variante A. Ja, das kenne ich ja doch. Und mittlerweile kann man das halt mit den Freunden, Freunden teilen. Ja. Ah, okay, da habe ich das anscheinend falsch verstanden. Anscheinend kann man sich keine eigenen Dings hinstellen. Finde ich ein bisschen doof. Warum sagen sie es dann? Aber gut. Ja, wir haben dann soweit tatsächlich das durch. Ach ja, seit neuestem ist hier jetzt auch ein Friseur in Moorland. Ein Pferdefriseur. Weil ja seit einiger Zeit es so ist, dass die Pferde es jetzt auch hier Pferde zu kaufen gibt. Ich weiß gar nicht, ob die Pferde aus Verpinter jetzt immer noch da sind oder ob die komplett hier rübergezogen sind. Und Justin ist einfach cool geworden, oder? Freut mich richtig, dass der überarbeitet worden ist. Ich glaube, das hatte ich aber schon mal gesagt. Ich gucke mal gerade, ob die Pferde in Verpinter noch da sind. Achso, ja, kann ich auch einfach so gucken. Ja, in Verpinter sind noch Pferde. Gut. Ja. Dann ist das eigentlich schon alles. Würde ich tatsächlich sagen, dass wir in der nächsten Folge mit dem Raildale-Championat weitermachen. Oh. Nee, entschuldigt. Ja, dass wir in der nächsten Folge mit dem Raildale-Championat weitermachen und danach dann einfach mit dem Mutterstein, das weitermachen, einfach weiter die Sachen, das Licht dafür ausgeben und mit den Quests fortfahren. Gut, dann war es das von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!